Und spricht jetzt als nächste Rednerin für die Linke. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrter Herr Minister Gröhe, wie bewegt man sich, ohne wirklich von der Stelle zu kommen? Eine mögliche Antwort auf diese Frage liefert das sogenannte Pflegestärkungsgesetz. Denn gemessen an den gravierenden Problemen, mit denen wir im Pflegebereich konfrontiert sind, und gemessen an den Zukunftsherausforderungen in diesem Bereich ist dieses Gesetz der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Mit Ihrem Gesetz, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, täuschen Sie die Menschen in diesem Land. Denn was Sie hier heute abschließend zur Abstimmung stellen, hat nichts mit der so dringend notwendigen und von den Betroffenen so sehr erwarteten großen Pflegereform zu tun. Dass die Bundesregierung in dem Pflegeproblem herumstochert und es nicht wirklich anpackt, das haben wir in dieser Woche erneut mit dem sogenannten Familienpflegezeit demonstriert bekommen. Was vom Titel her gut klingt, geht an der Realität vieler Familien jedoch vorbei. Und es wird nur noch einmal deutlich, dass die Bundesregierung nicht in der Lage ist, die zahlreichen Probleme in der Pflege zu lösen und diese Probleme dann stattdessen auf die Familien abwälzt. Ich frage mich, warum Sie in Ihrem Gesetzentwurf nicht der dauerhaften Entwertung von Leistungen aus der Pflegeversicherung durch eine jährliche Leistungsdynamisierung entgegensteuern. Ich frage mich auch, warum nicht alle Menschen mit Pflegebedarf einen Anspruch auf häusliche Betreuungsleistung haben, sondern nur jene, die keine Sozialleistungen bekommen. Ebenso frage ich mich, warum fassen Sie die Leistungen zur Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und die zusätzlichen Betreuungsleistungen nicht in einer einheitlichen Entlastungspflege in Form eines Entlastungsbetrages zusammen? Oder warum ist in Ihrem Gesetzentwurf nicht zu finden, wie Sie zur Sicherung der Qualität in der Pflege einen bundesweit einheitlichen und verbindlichen Standard im Hinblick auf eine qualitätsbezogene Personalbemessung einführen wollen? Nebenbei bemerkt, das Wort Fachkräfte kommt in Ihrem Entwurf sowieso nur beiläufig vor. Das ist sehr bedauerlich für alle Pflegekräfte, die tagtäglich zum Beispiel im Drei-Schicht-System unter schwierigsten Bedingungen sehr gute Arbeit leisten. Meine Damen und Herren, bringen Sie endlich die bundeseinheitliche Personalbemessung auf den Weg. Das wäre wirklich mal, was Sie gut anfassen könnten. Die Linke hat wiederholt zu diesen Fragen Vorschläge für eine problemadäquate und soziale Pflegereform in die Debatte eingebracht. Und die wichtigsten Punkte will ich hier an dieser Stelle noch mal anführen. Führen Sie endlich einen umfassenden Pflegebegriff ein, denn Menschen mit kognitiven oder unpsychischen Beeinträchtigungen müssen endlich genauso wie Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen erfasst werden. Um den Wert der Pflegeleistung auch in Zukunft zu erhalten, braucht es eine Leistungsdynamisierung, die sich an den realen Lohn- und Preisentwicklungen orientiert. Die Gesetzeslücke bei Hilfe zur Pflege ist zu schließen. Häusliche Betreuung muss zu den Leistungen nach § 28 Absatz 1 SGB 11 hinzugefügt werden, damit alle einen Anspruch auf häusliche Pflege erhalten. Die Fraktion Die Linke fordert weiterhin, streichen Sie die 6 Monate Wartezeitregelung für die Inanspruchnahme von Verhinderungspflege, verhindern Sie weiteres Lohndumping in der Pflege und erhöhen Sie den flächendeckenden gesetzlichen Pflegemindestlohn für die Beschäftigten, die überwiegend pflegerische Tätigkeiten in der Grundpflege erbringen, in Ost und West auf 12,50 Euro pro Stunde, wie es auch die Gewerkschaft Verdi fordert. In diesem Zusammenhang will ich auch noch erwähnen, dass ich mit großer Sorge, Herr Nüßlein, im Gegensatz zu Ihnen, die Umwandlung der 40% des Sachleistungsbetrags in Geldleistung für niederschwellige Betreuungsleistungen verfolge. Denn damit wird das Pflegestärkungsgesetz zum Anheizer eines neuen privaten Pflegemarktes. Können Sie sich vielleicht vorstellen, was in der Branche passiert, in der es nur um Geld und Zeit geht? Können Sie sich vorstellen, wie es dann weitergehen wird? Man muss, glaube ich, da keine hellseherischen Fähigkeit haben, um vorauszusagen, dass sich der Trend zur Minutenpflege noch weiter verstärken wird. Und es werden weitere Tore für noch mehr prekäre Beschäftigung geöffnet werden. Das kann nicht in unserem Sinne sein, meine Damen und Herren.
Und es ist ebenso voraussehbar, dass es zur Vermischung von Grundpflege und Hauswirtschaft und Betreuungsangeboten kommt. Und das wäre ein Einfallstor zur Absenkung der Qualitätsstandards, die wir hier wirklich nicht wollen. Und wenigstens das müsste Sie doch wachrütteln. Weiterhin sind wir der Auffassung, lassen Sie die Finger von diesem unsäglichen Vorsorgefonds. Wir sprachen bereits darüber. Nutzen Sie das Geld lieber, wo es dringend gebraucht wird. Meine Fraktion wird in dieser Frage auch dem Änderungsantrag der Grünen zustimmen. Führen Sie lieber die solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in der Pflege ein. Schaffen Sie die Beitragsbemessungsgrenze ab und beziehen Sie alle Einkommensarten ein. Damit können Sie die Pflegeleistung deutlich ausweiten und deren Finanzierung endlich auf eine solide Grundlage stellen. Entschuldigung. Der Pflegebar gehört abgeschafft, auch das haben wir heute schon gehört, weil er bringt vor allen Dingen Geld in die Versicherungswirtschaft und nicht in die Leistung dann von Pflegebedürftigen, die sie dann im Alter benötigen, wenn sie Pflegebedarf haben. Mit unserem vorliegenden Antrag, der heute ebenfalls zur Abstimmung steht, gehen wir noch einmal auf die wichtigsten Punkte ein. Diese Punkte würden Ihr Gesetz im Sinne einer sozialen Pflegepolitik aufwerten. Für die Pflegebedürftigen, die Angehörigen und die in der Pflege Beschäftigten. Hören Sie auf mit Ihrem Klein-Klein und gehen Sie das Problem endlich wirklich richtig nachhaltig an. Dann haben Sie uns, die Linke, an Ihrer Seite. Mit Ihrer derzeitigen Politik schieben Sie die Probleme aber nur auf. Ja, jetzt sind Sie endlich mal wachgerüttelt. Das freut mich sehr. Und daher können wir das, was Sie bisher gesagt haben, und Ihrem Gesetz nicht folgen. Dankeschön. Als nächste Rednerin hat das Wort.